So, liebe Zuschauer, hier gibt es keinen Teaser für, ist ein Spontanspiel hier. Das ist das Ersatzspiel hier vom Chris und vom Chiron. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut eigentlich auf hier, auf den Chiron und Chris. Nicht, dass ich mich nicht auf die beiden auch freue, sondern bei Chiron und Chris, das war von langer Hand geplant, das Spiel. Sagen wir mal so. Gerade so die beiden Teammates gegeneinander zocken zu sehen, das wäre spannend geworden hier in der mittleren Liga. Findet aber leider nicht statt. Da nochmal viele, viele Genesungswünsche an den Chris. Möge er schnell gesund werden. Möge der Saft mit dir sein. Männergrippe ist eine ganz schlimme Geschichte. Ich kenne das. Ich kann das auch gut durchleben. Hab das schon öfter gehabt. Und eine schöne Sache. Und ich sterbe dann auch immer. Mhm. So, los geht's. Optimale Positionierung. Links unten in der Ecke hier der Kane. Und rechts oben der Weltshunter. Moin, Cyclops. Ach, Janine, hi. Hab dich heute so selten gelesen. Was ist denn los, Janine? Bist heute so ein bisschen im Kämmerchen unterwegs? Kane hat die Sowjets. Und der Weltshunter hat die Alliierten. Man sieht sie an leichten Panzer. Ja, Männergrippe ist immer so eine Sache. Ne? Allein der Anflug einer Männergrippe ist ja für uns Männer ja schon eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Also wenn ich merke, dass ich mich so leicht fiebrig fühle, habe ich das Gefühl, ich sterbe. Also dann könnte ich eigentlich auf dem Rücken und mit allen Pfoten nach oben winseln. Wetten? Was ist denn mit Derry los? Keine Wetten? Ah! Völlig außer Fall. Ja, dann mache ich natürlich. Weltshunter. Habe ich nicht nachgefragt eben. Sorry. Ob der Derry das machen könnte. Mach das eben. So. Wetten stehen. Viel Spaß. Derry ist heute kaputt. Ja. Wir haben Mitleid mit ihm. Mann. Moin, Clara! Genau, besser später als nie. Ich könnte ja was sagen. Ach, der Mann zur Frau. Besser später als nie. Ja, ja. So. Zweite Raffia. Derry ist noch im Support-Ticket gefangen. Oh. Yannick. Was ist da schon wieder los? Was habt ihr da schon wieder gemacht? Wir brauchen einen neuen Teamie, ihr Derry. Ja, wir brauchen, glaube ich, nochmal einen Ersatz für Derry. Also offiziell, wir könnten ja mal nicht als Ersatz nicht, sondern eine Vertretung für Derry mal gucken. Falls Derry mal nicht da ist. Wer den Live-DJ macht denn hier? Für die Einspieler hier. Für das Opening jedes Spiels. Der Weltshunter habe ich jetzt noch nicht spielen sehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich hier ihn live habe spielen sehen. Nein, Ryder, ich weiß nicht, ich glaube, das ist an dir vorbeigegangen. Bornax hat uns komplett verlassen. Aus privaten Gründen. Er ist auch nicht mehr im Team bei uns. Und auch nicht in der Community. Ihm ist das alles zu viel geworden. Und da hat er gesagt, ja, ich möchte mal Ruhe haben. Und das haben wir natürlich auch akzeptiert. Ich wünsche auf jeden Fall den Bornax alles, alles Gute. Und wir sind auch immer noch im Kontakt. Alles ist gut. Habt ihr keine Sorgen. Und Virus ist, das habe ich ja auch schon erzählt, ein Vaterschaftsurlaub. Ist ja Vater geworden, glücklicher Vater. Eines gesunden Kindes. Und ist jetzt so ein bisschen halt inaktiv. Ne? Vaterschaftsurlaub sei den Vätern ja gegönnt. Rappel gebaut heißt, nächster Bauhof kann rauskommen. Dasselbe ist aber hier beim Weltshunter noch nicht der Fall. Bin mal gespannt. Also geldtechnisch hat Weltshunter die deutlich längeren Regel. Also wirklich deutlich länger. Rappelt steht jetzt hier. Auf dürfte über Kane rauskommt. Boah. Clara, happy birthday to you, wollte ich gerade sagen. Ja, Clara hat Geburtstag. Uiuiui, da müssen wir doch nochmal gratulieren. Happy birthday.
Alles, alles Gute, alles Gesunde für dich, Clara. Auch von den Twitch-Zuschauern, alles Gute, Clara. Viel Gesundheit, viele Kinder, viele Frauen, alles für dich. Ich singe lieber nicht, das wollt ihr nicht hören. Alles war entspannt hier, 4,5 Minuten noch Cooldown. Das sieht hier aktuell ganz klar eher für Kane hier aus. Von der Situation her. Aber noch kein. Nicht blind, noch kein weiterer Bauhof, ne? Ne, kein weiterer Bauhof, Moment. Aber hier ist schon bei Welshunter, der ist schneller. Welshunter. Oh, doch, da war der Bauhof. Uiui, den habe ich hier übersehen. Oh, da war der Raffbug da. Kata muss singen. Kata wird nicht singen. Gibt's nicht. Bitte schön, Clara. Alles Gute, Clara, zum Geburtstag. Dann sing wenigstens mit, du Feigling. Ich singe nicht. Nein, ich singe absolut nicht. Nee, ich versaue nicht die Aufnahme, die nachher auf YouTube veröffentlicht wird und mir immer zu Lasten gehalten wird. Nein, das mache ich nicht. Ja, und der Bug, ich erkläre mal eben ganz, was für ein Bug dieser Storm folgendes. Es gibt einen Raffinerie-Bug. Wenn man die Raff zu schnell baut, gerade wenn man hier den Bau positioniert und die Raff gleich dann zu schnell baut, kommt der Sammler nicht mit raus. Phantom, Fehltritte. Das klingt so extrem negativ, was du da gerade gesagt hast. Echt, das nehme ich richtig persönlich. Ne, du weißt, ne, zwischen der feine Unterschied zwischen etwas schreiben und etwas was zu sagen, also mit einer Stimme, ist ein gewaltiger Unterschied. Das nehme ich die Böse. Doch, nehme ich Böse. Natürlich nehme ich das Böse. Natürlich nicht. So, wir gucken uns die Frontbase hier vom Kane an. Stark unterwegs, auch mit zwei Raffinerien hier bestückt. Und hier dürfte er auch schon mit drei Raffinerien unterwegs sein. Ist er auch tatsächlich hier. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ist gar nichts. Denn ich sehe gerade hier unten, hat sich der Welshunter positioniert mit einem Bauhof. Einen langen Weg in Kauf genommen. Und Obacht, der Kane ist schon unterwegs. Zielt hier nach unten hin. Wer weiß, wo er hinfahren möchte. Wir haben noch eine Minute Cooldown noch. Ah, nicht nur an manchen Tagen. Jetzt hast du Lust auf Torte. Ja, ich wäre dafür, dass unser Geburtstagskind, der Clara, mal eine Torte für uns spendiert und mal in die Runde haut. Und man sieht hier Master Kane auf dem Weg. Der Vorteil ist hier beim Welshunter, weil er die Alliierten hat. Der Kane mit den Sowjets hat nicht diesen Erkundungsvorteil. Und ich denke mal, der Welshunter hatte das schon im Sinn, dass das effektiv ist, wenn er hier nach unten fährt. Ja, macht das schon gut. Und hier oben auch, immer schon in der Ecke. Das sind so fast die letzten Positionen, wo ein Sowjet erstmal erkunden wird. Ach ja, Phantom. Deswegen Katastrophe, ne? Ich mach meinen Namen aller Ehre. Moin, Wasserplanet. Schön, dich wiederzusehen. Er ist hier auf dem Weg. Einige Tesla-Trooper kommen ja schon raus. Cooldown ist um.
Heißt, es darf angegriffen werden. Friedenszeit ist vorbei. Weitere Verhandlungen werden nicht mehr aufgenommen. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4000 ein. Oder 2000. Auf los muss man ja kommen, um 4000 zu kriegen. Wer hat Bock auf Mensch ärgere dich nicht? Ich hab so richtig Bock auf Mensch ärgere dich nicht gerade. Wisst ihr, warum ich von Monopoly auf Mensch ärgere dich nicht komme? Weil ich mich bei Monopoly so fürchterlich aufregen kann. Wenn meine Lieblingsstraßen weggekauft werden. Welshunter, massive Probleme mit dem Geld. Und ganz fiese hier vom Kane. Dass er da oben reinfährt. Ah, Welshunter kommt hier mit Verstärkung. Nee, da hast du recht, Desert. Das ist irgendwie so eine frei erfundene Regel. Aber trotzdem kennen sie die alle. Die 4000er-Regel bei Monopoly. Na, direkt auf loskommen, 4000 einkassieren. Okay, zieht sich hier zurück. Ja, Welshunter hat echt Probleme. Hier unten wäre eine Raff echt gut gewesen. Und Kane fährt einfach dran vorbei. Ah, ich frag mich, ob das Welshunter auf Fokus hat. Na, er zieht sich hier zurück. Einheiten kommen zurück. Angriff auf Tech-Zentrum. Oh nein, also Sicht ist weg. Ey, man überfährt doch keine Frauen, Mensch. Junge, Junge. Aber hat er gut gemacht, der Kane. Angetäuscht, nach rechts ausgewichen. Ja, da haben wir Glück gehabt. Aber Tech-Zentrum ist halt weg. Ersatz-Tech-Zentrum steht aber. Schwein gehabt. Er muss an Kohle kommen. Beide mit echt wenig Geld. Und das macht Kane gut. Er geht jetzt auf die nächste Base oben links. Ja, aber sammelt erstmal. Oder doch nicht? Geht er direkt rein oder sammelt er? Ich glaube, ich denke mal, er sammelt. Irgendwo hören wir hier schon wieder Kabum. Ich meine, ich hätte irgendwo was gehört. Fein säuberlich hier am Sammeln. Oh, jetzt macht er sich auf den Weg. Kommen wir jetzt dann da rein. Und da oben sieht es auch nicht ganz so gut aus. Direkt aufs Tankzentrum. Aber da steht auch schon wieder Backup. Einen wunderschönen guten Abend, Notfallplan. Oh, man sieht's. Der knallt rein hier. Es sieht absolut nicht gut aus hier für die Welshunter. Was jetzt auf dem Weg nach rechts? Ja, das dürfte es gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er das gedeft kriegt. Wenn der Kane hier vernünftig vorankommt. Wenn er abfangen würde hier in der Enge, dann würde er es schaffen. Der Wels hat aber Shift zu spät. Zu spät losgefahren. Oder er bleibt hier stehen, dann könnte das auch noch klappen. Das hörte, sah so aus wie eine Rakete hier. Ah, nee, Chronopanzer. Ach, schön. Und der ist ziemlich... Ah, ja, da passiert nichts erstmal. Okay, wieder mit dem Täuschungsmanöver. Gleich direkt wieder angetäuscht unten rein.
Oder versucht's. Er ist wichtig, dass er in der Enge bleibt und nicht vor die Enge. Er muss ihn parieren lassen. Kommt Verstärkung. Oh, die Tesla-Probe. Und die fehlen. Brauchen halt sehr, sehr lange. Er will noch weiter nach unten. Da ist auch noch eine Kiste. Oh, Explosionskiste. Die hat ihn natürlich dem Wälzhatter zugespielt. Aber vom Money Management kommt der Wälzhatter einfach nicht rein. Und das könnte das tatsächlich jetzt sein. Wert bekommen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit den ganzen Tesla-Troopern. Lag wahrscheinlich am Verstreuungseffekt hier. Nur ohne Geld. Eieiei. Hier fehlt die ganze Zeit unten Raff. Die ganze Zeit schon. Eieiei. Dann hätte er hier richtig sammeln können hier unten. Das hätte Kane gar nicht mitgekriegt. Moin Robert, schön, dass du wieder dabei bist und wieder einschaltest. Guck mal, hat er gar nicht mitgekriegt, der Wälzhunter. Ah, ich drücke ihn in die Daumen, dass er mit dem Money Management noch so ein bisschen hier die Kurve kriegt. Na, jetzt hat er es mitbekommen. Hat er dich gemacht? Ja, er hat ohne Money ist nicht mehr lange hier verteidigen. Und mir fehlt einfach, ich würde ja die Atomrakete verkaufen, möglichst viel verkaufen und unbedingt den Raff hier unten bauen. Ah, ich hoffe, er kommt vielleicht nochmal auf den Trichter, dass er hier ein bisschen noch Geld reinholen muss. Aber ich denke mal, zwei Wellen braucht er, der Kane. Eine Welle, wenn er direkt durchkommt. Oh, da wurde sogar noch ein Gebäude gebaut. Ja, das kann wieder ein Fehler gewesen sein hier. Ah, nee, über zwei Fronten. Aber auch nur wegen den Autopathfinding. Und ich muss sagen, Kane hat richtig, richtig Probleme hier mit seinen Truppen hier vernünftig durchzukommen beim Hunter. Aber die Tesla-Truppen regeln hier gerade ziemlich gut. Und das heißt, der nächste Trupp kommt hier locker durch, weil Wälzer da einfach nicht ans Geld kommt. Der Fick, danke für dein Follow. Und die, an die TikToker, auch vielen Dank für eure Geschenke hier im Live. Und da kommt auch schon die nächste Welle hier vom Kane. Danke dir, Robert, fürs Herzchen. Direkt durch der Sammler. Das wird dann nicht überleben oder noch ganz wenig.
Ja, das kann er natürlich jetzt ganz clever machen hier, der Kane. Sich einen Sammler nach dem anderen holen. Aber auch Kane. Auch nicht gut im Futter, wenn es um Geld geht. Moin, Gunsmeister. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, hier, die Sammler können sich auch nochmal holen. Er würde aber eh nichts bringen mehr. Er ist nichts mehr da zu verteidigen. Nur noch die wenigen Einheiten hier und noch da noch ein Turm. Heißt, Kane kann hier locker durchrocken jetzt. Moin, Saftkorn. Schön, dich zu sehen. Sag mal, was würdet ihr eigentlich von einem CNC-Tabletop oder von einem Brettspiel halten? Mit den Figuren, die ihr gesehen habt? Und jetzt verkauft er der Weltshunter. Oh, Uli, letzter Tag in Kroatien. Ich mag das schon gar nicht mehr hören, so oft wie du im Urlaub bist. Und hier der Shutdown hier vom Weltshunter. Gibt sich geschlagen, hatte richtig Probleme mit dem Money Management. Und diese Map. Nee, diese Map spiele ich ja nicht. Die Riverbridge spiele ich ja gleich mit dem. Entschuldigung. Mit dem Rider gleich zusammen. Da sind noch ein paar Einheiten. Hier haben wir noch einen Sammler. Hier haben wir noch einen Zivi. Zwei Zivis. Vier Schützen. Und da unten halt die Base. Geld hat er. Er kann sich da wieder aufbauen. So ist es nicht. Der Raff kann er. Er baut auch schon eine Raff. Er ist schon auf dem Weg dabei, eine Raff zu bauen. Wir bleiben da unten mal. Ich höre mich auch nicht so fit an. Nee, ich sag euch, warum ich heute. Ich bin tatsächlich nicht so fit. Das liegt einfach daran, weil ich die Nacht so wenig geschlafen habe, zu spät ins Bett gekommen bin. Weil ich noch mit meinem Team noch gestern gesprochen habe. Der Stream halt noch relativ länger ging. Wie sonst. Ja, und dann morgens wieder hier aufstehen und in den Alltag wieder rein. Und dann habe ich mir auch keine Zeit genommen, mich heute Nachmittag nochmal aufs Ohr zu legen. Jetzt. Ja, schon aber Raff bauen. Ja, entweder sucht er jetzt einzeln über alles ab oder er weiß schon, dass da unten was ist. Und mit der Tanja kann er sich gut verstecken hier. Ich meine, 36 Minuten kann man das auch noch aushalten. Ja, jetzt die Raff. Er muss hier mit dem Silo rüber, irgendwie hier unten, um eine Waffenfabrik zu bauen. Aber guckt euch das an. Ja, Kane hat schon anvisiert hier unten. Hat schon anvisiert. Moin, Philipp. Moin, Zapfan. Bin ich zu sehen. Ah, die Wege sind jetzt ein bisschen länger. Er hat jetzt woanders wieder hin. Will jetzt wahrscheinlich hier erkunden. Also noch mal ein bisschen Zeit hier für den Welthunter. Und mit der Tanja? Nein, die Kraftwerke erst. Erst die Kraftwerke. Ich glaube, das hätte gereicht, wenn er hier durchgegangen wäre. Und zack, zack, zack. Er hat das, glaube ich, nicht gesehen. Weil er hat ein Kontaktzentrum mehr. Schade, es hätte klappen können. Das hätte wirklich. Da hätte er richtig Bambule machen können, ne? Aber jetzt weiß hier. Der Kane weiß Bescheid. Ah, Tanjas Geschichte. Kann,
da kann man auch mal eine Woche streamen, ja. Eine Woche mal nicht, ne? Ich glaube, das verzeihen mir mittlerweile einige schon nicht mehr, wenn ich dann einfach mal weg immer bin. Easy. Irgendwie hat das doch nicht im Fokus. Dabei ist hier eine Einheit, um nach runter zu fahren, um das zu erkunden. Ah, jetzt kommt er ihm näher. Ja, jetzt vorbei. Oder? Nee, er zeigt woanders hin, aber die Einheit wird aufdecken. Ja, das war's. Ja, genau. Und ich spiele selber gleich auch. Gegen die Fantastic Two. In 2-on-2. Und wieder Schummel. Oh, ja. Ich erinnere mich dran. Ich darf verdammt noch mal nicht den Bauhof bauen. Und das war's hier im Match. Zwischen den beiden, zwischen Wells Hunter und Kane. Jetzt muss nur noch die letzte Einheit gefunden werden. Und die ist da unten rechts. Das Match ist vorbei und wir schalten mal rein bei den beiden und fragen mal, wie es denen geht. Ganz ehrlich, da kannst du echt Kacke bauen. Ja. Ja, und rechts ist schlechte Position. Na, ihr beiden. Na, du einer. Ich hab ja vergessen, ich habe doch eine gelbe Karte letztens gekriegt beim Tun und Tun, ne? Ja. Aber das war ja nur ein Spaßmatch, das war ja kein Liga-Match, ne? Nö, hast aber auch Glück gehabt. Ah, ich muss echt aufpassen, weil die Zuschauer haben schon gesagt, ich muss dringend aufpassen, nicht wieder die Schummelkater machen. ja, glaub mir, hättet ihr das nicht gesagt, ich hätt's verkackt. Ich hätt's original, ich hätte gleich in meinem 2-on-2, ich hätte garantiert die Bau wieder direkt gebaut. Weil ich hab das eben schon, als ich gespielt habe, im Sinn gehabt, was ich gleich als allererstes baue. Hättet ihr mal den Mund gehalten.